Die Liste der Symptome, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, wird immer länger. Bisher galten Symptome wie Fieber, hartnäckiger Husten und der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns als typische Covid-Anzeichen. Nach inzwischen 2 Jahren Pandemie und mehreren Virusvarianten haben sich jedoch auch die Symptome verändert. Das Robert-Koch-Institut wie auch die Weltgesundheitsorganisation haben die Liste mit Symptomen bereits Ende 2021 aktualisiert. Das britische Gesundheitsministerium NHS zieht jetzt ebenfalls nach. Um diese 9 neuen Symptome geht es: Kurzatmigkeit, das Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, verstopfte oder laufende Nase, Appetitlosigkeit, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Zusätzlich weist das NHS darauf hin, dass man sich krank fühle, ähnlich wie bei einer Erkältung oder Grippe. Weitere Symptome auf der Liste des RKI sind Gewichtsverlust, Bauchschmerzen, Entzündung der Augenbindehaut, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie und Benommenheit oder Schläfrigkeit.